zwei U-Boote. Aber wieder ein 5x7er. Und hier oben. Okay. Diese Karte mit dem 7er ist immer wieder ein spannendes Ding. Die ist so schön klein. Dann hoffen wir mal, dass unser U-Boot hier auch mal spottet und nicht die ganze Zeit unter Wasser ist. Dann geht da vielleicht was. Maulwurf, moin! Tja, manchmal vermisse ich bei der Zara oder sagen wir mal generell bei dieser ganzen Geschichte so mein Hydro. Das ist so, also ich finde, auf Kreuzern, auf denen du kein Hydro hast, ist RPF auf jeden Fall Pflicht. Weil das dir doch so ein bisschen einen Eindruck vermittelt, wo denn möglicherweise der DD sein könnte und wo denn die Torps herkommen können. Kann man sich so grob drauf einstellen in einigen Situationen, aber richtiger Hydroersatz ist es eben nicht. Ne? Wenn man dann manchmal sieht, dass du mit der Shima 15 Torps in Richtung eines Kreuzers haust und der da einfach durchschlängelt, da merkt man dann schon, dass Hydro auch was wert ist. Na komm schon. Spotte mich. Dann weiß ich genau, wo du bist. Aber bei der Streuung, hey Z, alte Säule, alles gut? Tja, unser U-Boot ist wieder so ein typischer U-Boot-Spieler. Null Plan, was er da tut. Der andere offensichtlich auch. Ach was, dann lassen sie den Furutaka durchkappen. Na du Drecks-U-Boot. Na, Z, nimmst du ein Törbchen? Alter. Nö. Weg bin ich.
Ja, wenn ich jetzt schieße, gehe ich natürlich auf. Guck mal, jetzt müsste der doch U-Boot-Erkennung ziehen. Nein. Wer soll mich denn jetzt hier gespottet haben? Die da, okay. Oder der da. Zahn, ich lasse mal in Ruhe. Die kommen nicht schlecht, glaube ich. Du, 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 du. Juan und moin! Na, mein kleiner Scheißer. Guck mal. Ei, guck mal. Hab ich dich? Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Aha, King George fährt rückwärts. Ja, König. Für dich habe ich auch ein paar Tops gehabt. Gucken, ob das einigermaßen passt. Basisverteidiger. Oh, Bretagne. Hi. Yay. So, Kollegas. Nebelwand gelegt. Ja, ja, King George. Der Rückwärtsfahrer trifft natürlich nichts. Ja.
Archery ist auch noch Full HP. Okay. What? Oh nee, das war die Hut. Ein Nichtdurchschlag. Respekt. Oh, fucking U-Boot, ey. Boot, fick dich. Problem gelöst. Alle Stationen vorrücken zum Erobern dieses Bereichs. Torpedos auf Steuerbord. Ich brauche Unterstützung. Torpedos auf Steuerbord. Mal gucken, ob wir das U-Boot noch kriegen können, ne? Karlsmann-Rats, moin! Nebelwand gelegt. Torpedos auf Steuerbord. Fünf gegen drei. Ich fahre hier auf dieses Schweine-U-Boot zu. Ich habe keinen Smoke mehr. Na. Ja, ist klar, ne? Nix. Och komm, 800. Falsche Taste gedrückt. Ich wollte aus dem R raus. Du fährst doch rückwärts, oder was? Komm. Nochmal eine Krake.
Oh nö. Jetzt kann er sogar hinten rausschießen. Scheiß Ding. So. Fuck! Nicht schnell genug gedreht. Die Türme. Alter, was für ein scheiß U-Boot-Spiel. Unglaublich, ehrlich. Ja. Schaden durch Aufklärung 31.000. Mhm. Na gut, diesmal nur 4, aber gewonnen. Gucken wir da nochmal, ne?